Hallihallo, die Crafting Mom wieder mit einem neuen Tutorial. Ich hoffe, es gefällt euch, auch wenn ich es nochmal nachbauen muss, denn die erste Aufnahme, die war für die Katz. Da gab es ein paar Probleme und deswegen, ja, ein zweites Schaf muss her, aber ich tue es gerne. Genau, aber ich zeige euch mal, wie es von innen aussieht. Ich habe natürlich wieder eine Starter-Base draus gemacht. Ich konnte es nicht sein lassen. Ich liebe es einfach. Ja, natürlich muss hier natürlich auch ein Schaf wohnen, ne? Das ist ganz klar. Aber dieses Schaf, ja, wie gesagt, bauen wir nochmal neu. Dann nehme ich euch jetzt nochmal mit und ich hoffe, es klappt besser. Ich denke mal, das Schaf hier, ja, kommt da nochmal hin. Ja, schauen wir uns nochmal an, wie es von innen aussieht. Ja, wie gesagt, eine kleine Starterbase, alles was man braucht. Hier sind die Kisten, wenn man von einer Entdeckungstour kommt. Ja, kann man alles hier reinwerfen und irgendwann aussortieren. Genau, hier oben haben wir dann einen kleinen Braustand mit Stauraum, Dia-Ausrüstung natürlich, eine kleine Zauberecke, alles was man braucht, natürlich auch bis Level 30. Das ist natürlich ganz wichtig im Survival, damit man alles gut verzaubern kann. Genau, die kleine Kochecke schon wieder, ich sage immer Küchecke. hier sind alle drei Öfen drin, gemütlich, klein, aber fein. Und natürlich die, oh, ich liebe diese Berries, ne? Zum Ausleuchten sind sie auch genial. Zum Essen viel zu schade. Ach ja, und das habe ich dann so mit einer süßen Trennwand abgetrennt, sagt man das so. Ja, und hier oben eine kleine Schlafecke, eine Ender-Chest und ein bisschen Deko-Ausrüstung, damit man sich gleich neu anziehen kann, einkleiden. Und ja, Teppich, Bücherregal, was will man mehr? Ja, das war es eigentlich schon. Ich hoffe, euch gefällt das hier drinnen. Also ich würde hier auch drinnen wohnen wollen. Es langt, es hat viel Platz, genug Platz. Und wenn man will, kann man die ja auch nochmal als Lagerbeine nehmen, sag ich jetzt mal. Da kann man ja auch noch Türen reinhauen und Kisten verstauen. Genau. Ich hoffe, euch gefällt das. Und dann fangen wir mal an. Ja, ich denke mal, ich muss hier noch erstmal Platz schaffen. Das machen wir jetzt mal schnell und dann sehen wir uns gleich wieder. Alles, was wir brauchen, ist weiße Wolle, weiße Keramik, hellgraue Keramik, rosa Keramik, schwarzer Beton, weißer Beton und rosa Beton. Und ich werde euch das jetzt mal schnell vormarkieren und dann sehen wir uns gleich wieder. So, jetzt habe ich euch das mal vormarkiert. Das wären jeweils die Beine. 4x4. Genau, in der Außen, also hier außen sind es 2 Blöcke frei. Hier sind es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Blöcke. Genau, und das dann halt, ja, 4x. Genau, ein Schaf hat ja 4 Beine. Sehr lustig. Genau, jetzt fangen wir mit der hellen grauen Keramik an. Wobei, ich meine, sieht das doch hellgrau aus? Nee, finde ich irgendwie nicht, aber naja. Das sind sozusagen die Krallen, sag ich jetzt mal. Genau, das machen wir jetzt bei allen Vieren. Genau, geht ja schnell. Und dann stellen wir uns mal, ja, an der Seite vom Popöchen. Da kommt der Kopf hin und hier ist der Hinterteil. Also tauschen wir die noch einmal schnell aus. Mit weißer Keramik, wobei weiß sieht für mich auch anders aus. So, genau. Jetzt nehmen wir weiße Keramik und machen das 6 Blöcke hoch. 3, 4, 5, 6. Genau. Und das machen wir bei allen Vieren. So wie da drüben. Und dann sehen wir uns gleich wieder. So,
So, dann kommen wir jetzt auch langsam ans Ende. Naja, nicht ganz. Dann schnappen wir uns die weiße Wolle und machen sie nochmal drei Blöcke höher. Genau. Ja, und das machen wir dann bei allen vieren wieder. So, dann haben wir die Beine jetzt eigentlich auch schon fast geschafft. Ja, das sieht doch schon mal gut aus. Dann kommt der nächste Schritt, und zwar der Bauch. Da müsst ihr jetzt halt mal gucken, wie ihr am besten am Anfang arbeitet. Ich nehme jetzt erstmal die weiße Keramik und setze dazwischen immer die weiße Wolle, so randommäßig. Genau, ein Block über. Und dann ziehen wir das einmal 17 Blöcke rüber. Genau, wie gesagt, ich tausche jetzt immer wieder mal mit einem weißen Block, also mit weißer Wolle. Genau, weil die weiße Wolle wird einfach random dazu getan, also zugesetzt. Und dann einfach hier so rüber, 17 Blöcke. Halt, ich habe einen vergessen. Genau. Ja, dann ziehen wir das bis hier rüber hin. Ja, ich mache es gleich nur mit weißer Keramik, nicht wundern. Lasst euch da jetzt nicht verwehren. Die erste Reihe mache ich jetzt mal mit weißer Wolle, dass ihr da seht, was ich meine. Und den Rest mache ich jetzt erstmal nur mit weißer Keramik und setze die weiße Wolle später ein. Genau, lasst euch nur nicht verwehren jetzt, was ich meine. Ich verwehr gerne Leute. Genau, das ist jetzt die erste Reihe. Und den Rest mache ich mit weißer Keramik. Genau. So, und jetzt gehen wir 7 Blöcke wieder hoch. Also 7 Blöcke hoch. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Und hier genauso. Wie gesagt, lasst euch nicht verwehren. Ich mache das jetzt erstmal nur mit weißer Keramik. Die weiße Wolle setze ich später. Halt, ein zu viel. Der muss weg. So, und dann höhlen wir das jetzt mal alles aus und dann sehen wir uns gleich wieder. So, guck mal, jetzt ja, sieht das noch ein bisschen doof aus. Alles mit weißer Keramik gebaut. Aber jetzt zeige ich euch, wie ich das meine. Jetzt setze ich die weiße Wolle einfach so random hier rein. Weniger ist mehr, sage ich immer. Ja, dass das noch so Wollreste sind an dem Schaf. Genau. Da könnt ihr einfach selber schauen, wie ihr das gerne hättet. Ja. So, nachdem wir das jetzt auch geschafft haben, kommt der letzte Schritt. Der ist auch ganz simpel. Der Kopf. Genau, dafür nehmen wir weiße Keramik. Ach Quatsch, was erzähle ich denn da?
weiße Wolle. Genau, weiße Wolle brauchen wir. Dann zählen wir ein, zwei Blöcke. Nee, halt ein, zwei Blöcke in die Mitte. Dann einen runter und das sechs Blöcke lang ziehen. Ich hoffe, ihr kommt mit. Genau, zwei rein. Dann gehen wir zwei Blöcke nach innen. Quasi, dass es jetzt acht Blöcke lang werden. Genau. Sind wir jetzt bei 1, 2, 3, 4, 5, 6. Genau. Das machen wir auf der anderen Seite dann auch gleich noch. Wir machen den Kopf jetzt zusammen, ohne dass ich da jetzt was rausschneide oder so. Hier machen wir es genauso. Auch wieder 6 Blöcke und das zweimal. Und dann oben sind es 8 Blöcke lang. Und 6 Blöcke hoch. Genau, dann schließen wir das hier hinten. Der soll nicht dahin. So, das machen wir auch noch mal schnell zu. Wie gesagt, das geht ja alles ganz fix. Und dann kommen wir auch schon zum Gesicht. So, dafür brauchen wir jetzt erstmal weiße Keramik. Wir füllen das jetzt hier erstmal wieder komplett aus und dann ersetzen wir wieder ein paar Blöcke. Ist einfacher als alles andere. genau, die lassen wir da, die tauschen wir aus. Auf der anderen Seite auch, die beiden lassen wir da und die drei tauschen wir aus. Da sollen noch welche hin. So, und dann packen wir hier unten die rosa Keramik rein. Und da drüber die rosa, der rosa Beton. Genau, das ist schon mal der Mund. Und jetzt die Augen. Ein schwarzer Beton, ein weißer Beton. Nicht da, sondern da. Hier genauso. Schwarzer Beton, weißer Beton. So, dann ist das Gesicht eigentlich auch schon fertig. Das machen wir noch schnell zu. Damit wir da auch später drin hausen können. Genau, und jetzt kommen wir zu den Ohren. Ja, dafür nehmen wir hellgraue Keramik. Genau. Dann packen wir hier 1, 2 Stück rein. Weiße Keramik packen wir hier 2 rein. Dann die rosa Keramik, die kommt hier hin. Dann den rosa Beton, ein hier hin und nochmal hellgraue Keramik hier hin. Und das machen wir auf der anderen Seite genauso. Hier zwei weiße Keramik, hellgraue Keramik. Dann hier weiße Keramik, rosa Beton, rosa Keramik. Oh, Mann, so viele Blöcke. rosa Beton und hellgraue Keramik. So, jetzt haben wir es. So, und dann sind wir eigentlich auch schon durch, würde ich sagen. Ja. Ja, wie gesagt, wenn ihr es gerne nachbauen wollt, ach, das müssen wir hier auch noch schnell machen. Wenn ihr es gerne nachbauen wollt, würde ich mich freuen, wenn ihr es auf Discord hochlädt. Da gibt es in der Videobeschreibung einen Link zu, da könnt ihr auf meinem Discord join. Ja, und dann würde ich mich echt gerne freuen, wenn ihr dieses Schaf nachbaut und das dann zeigt. Ja, ich hoffe, euch gefällt das und ihr dürft das Video gerne liken, wenn ihr möchtet. Ihr dürft mich gerne abonnieren, wenn ihr nichts verpassen wollt. Ich werde natürlich nicht so oft Videos hochladen wie alle anderen, also ich werde mich bemühen,
immer wieder mal eins hochzuladen, aber ich habe auch 3 Kinder zu Hause, die brauchen die Mama natürlich auch und Videos schneiden braucht seine Zeit. Ich glaube, das kennt jeder. Genau, und hier könnt ihr natürlich eure Starterbase jetzt reinbauen. Ich bin jetzt hier im Hinterteil. Okay. Da war ich jetzt verkehrt vom Schnacken. Da habe ich mich jetzt ein bisschen ablenken lassen. Genau, hier. Da kommt ihr dann zum Kopf rein. Macht ihr erstmal 2 Blöcke weg. Den macht ihr auch weg. Den macht ihr wieder zu. Und jetzt macht ihr den weg. Und dann könnt ihr alles mit Leitern besteigen. So, die könnt ihr wegnehmen, die könnt ihr auch da lassen. Ja, viel Spaß beim Einrichten, würde ich jetzt sagen. Und ihr könnt mir ja mal sagen, ob ihr Ideen habt für den nächsten XXL-Mob, egal ob freundlich oder feindlich. Schreibt es gerne in die Kommentare und ich schaue, ob ich daraus was zaubern kann. Ja, hat mich gefreut, für euch wieder was bauen zu dürfen und freut mich auch immer wieder, wenn es angeschaut wird. Und wir sehen uns bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao!